الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Alles Lob, jeder Dank gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Rabbul Alamin. Und ihm allein ist es, den wir preisen. Ihn allein ist es, den wir preisen. Und Allah allein ist es, den wir um Vergebung bitten. Und er allein ist es, den wir um Beistand und um Hilfe bitten. Und wir alle suchen Zuflucht bei ihm vor den Übeln, die in uns selbst drin sind, und vor den Übeln unserer eigenen Taten. Und wir bezeugen, dass jeder, der von Allah Ta'ala den geraden Weg gewiesen bekommen hat, dass dieser von niemandem in die Irre geführt werden kann. Und ebenfalls bezeugen wir, dass jeder oder jeder, dem Allah Ta'ala erlaubt, dass er in die Irre geht, dass diese Person von niemandem recht geleitet werden kann, außer von Allah, dem Erhabenen und Majestätischen und Glorreichen allein. O ihr Gläubigen, habt Ehrfurcht vor Allah und sprecht aufrichtige, richtige, geziemende Worte, damit er eure Taten segensreich fördert und euch eure Sünden vergibt. Und derjenige, der Allah Ta'ala und seinem Gesandten gehorcht hat, der hat einen gewaltigen Gewinn erlangt. O Allah, bitte lass uns heute auch einen gewaltigen Gewinn von dem erlangen, was wir heute mitnehmen. Allahumma Amin. Wir wollen heute über unser Gemeindeleben sprechen und einige Lektionen daraus ziehen. Wie ihr mitbekommen habt, haben wir im letzten Monat eine Umfrage gemacht. Zu dieser Umfrage haben wir zweimal im Freitagsgebet aufgefordert, dass man mitmacht. Und wir haben die verschiedenen E-Mail-Verteiler der Aktivitätslisten dafür genutzt und wir haben auf unserer Homepage dafür auch Werbung gemacht. Und eine kleine Lektion aus dieser Umfrage ist, dass wir teilweise einige Dinge nicht richtig ernst nehmen. Es wurden über 40 sogenannte externe Kooperationspartner angeschrieben. Das heißt, die Schulen, die hier ihre Moscheeführungen machen und beispielsweise Institutionen wie die Lebenshilfe, die über uns angesiedelt ist und die den Kontakt zu uns aufgenommen hat, damit sie ihre muslimischen Klientinnen in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen bessere Dienstleistungen zukommen lassen kann. Solches zählt zu diesen externen Kooperationspartnern. Ungefähr 40 von diesen Institutionen und Einrichtungen wurden angeschrieben und ein Drittel hat geantwortet. Ein Drittel hat an dieser Umfrage teilgenommen. Wenn man grob schätzt, dass ungefähr 500 Leute von unserer Gemeinde von dieser Umfrage erfahren haben, wird man enttäuscht sein, weil letztendlich knapp nur 50 Leute teilgenommen haben. Das heißt, ein knappes Zehntel von denjenigen, die informiert wurden. Und es sind unsere Gemeindeangelegenheiten, die letztendlich dort diskutiert werden. Zum Weiteren, also das zum Thema Interesse. Und zum Thema Interesse, Punkt 2. Oft, auch wenn wir Teil der Gemeinde sind, auch wenn wir regelmäßig zum Freitagsgebet kommen, auch wenn wir Nutzer von einigen Angeboten sind, sogar wenn wir engagiert sind im Rahmen der Gemeinde, oftmals sind wir nicht voll informiert, was die Gemeinde alles bietet. Dies zeigte das auf die Frage hin, welche sozialen Dienstleistungen von der Moschee alle bekannt sind. Alhamdulillah, viele waren sehr bekannt von vielen Leuten. Aber es bleibt immer noch ein Restprozentsatz, wo man sich fragt, ja, warum wussten sie davon nichts? Und die Hilfe Allah Ta'alas, sie kommt, wenn man auch informiert ist. Wenn man nicht informiert ist, ja, das ist eines der Voraussetzungen in der Welt, Wissen.
Und selbst wenn es nicht für einen selbst ist, wenn man nur guckt, ja, was brauche ich, was interessiert mich, habe ich Kinder? Nein. Dann interessiert mich auch nicht, was die Moscheen in Frankfurt für Kinder alles anbieten. Nein, denk nicht so. Denk, vielleicht treffe ich jemanden, der Kinder hat. Und dann muss ich ihn informieren können, was die verschiedenen Moscheegemeinden für seine Kinder anbieten können. Denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der zum Guten auffordert, beziehungsweise dorthin führt, informiert darüber, der bekommt dieselbe Belohnung wie derjenige, der dieses Gute vollzieht. Das heißt, wenn ihr wisst, dass eine sehr professionell, erfolgreiche, ehrenwerte Koranschule beispielsweise in der Tariq-Moschee läuft, mit Sheikh Mohammed Hashim, der eine Ijaza von Dr. Ayman Zweig bekommen hat, in der koranischen Lesung. Das höchste Zeugnis, das man auf der Erde heutzutage bekommen kann. Wenn man das weiß und andere informiert, auch wenn man selbst keine Kinder in diesem Alter hat, dann bekommt man dieselbe Belohnung wie einer der Schuyuch dort, die den Koran den Kindern beibringen. Das heißt, wir wollen engagierte Moscheegänger sein. Wir wollen nicht passive Moscheegänger sein. Wir wollen informierte Moscheegänger sein. Auch wenn wir selbst von diesen Dienstleistungen nichts haben. Zum anderen, liebe Geschwister, oftmals eine Rückmeldung, manchmal hört man, ja, dieser Vortrag war nicht so wichtig oder diese Freitagsansprache war nicht so wichtig. Eine Lektion, die daraus gewonnen wird, wir vernachlässigen oft die Wichtigkeit einiger Themen. Weil wir vielleicht in unserem Umfeld nicht die Wichtigkeit sehen. Aber vertraut darauf, dass die Verantwortlichen in den verschiedenen Moscheegemeinden, die auch miteinander vernetzt sind, sie bekommen Realitäten mit, die bekommt vielleicht der gewöhnliche Moscheegänger so nicht mit, weil er nur von seinem kleinen eigenen Umkreis ausgeht. Und selbst wenn es etwas ist, was man bereits schon gehört hat, liebe Geschwister, der Muslim, wenn er bereits etwas kennt, er schaltet nicht automatisch ab. Das Erste, was er sich fragt, kenne ich das? Wenn er es kennt, fragt er danach, praktiziere ich dieses Wissen? Und zum Dritten, habe ich dieses Wissen schon weitergegeben? Habe ich dieses Wissen schon weitergegeben? Und allein, dass man sich an die Struktur von einem Vortrag orientiert, ja, wo fängt man an, wo macht man weiter, wo hört man auf, allein dieses Wissen ist dann hilfreich, wenn man schon den Informationsgehalt an sich schon kennt. Und Allah Ta'ala, liebe Geschwister, er fordert uns auch dazu im Koran auf, gegenüber dem bereits Bekannten aufgeschlossen zu sein. Denn er sagt im Koran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Eine Aufforderung an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Erinnere, denn die Erinnerung nutzt wem? Den schwachen Muslimen, den Mu'minin. Die diese hohe Stufe innehaben bei Allah Ta'ala, dass sie nicht nur Muslimin genannt werden, sondern in dieser geehrteren Ansprache, dass sie zu den Mu'minin gehören. Das heißt, der Prophet selbst, sallallahu alaihi wasallam, die beste Seele, die jemals gelebt hat, sie sollte erinnern. Sie sollte erinnern. Und die besten Zuhörer, zuallererst die Prophetengefährten und unter ihnen die Mu'minin, ihnen wird diese Erinnerung nutzen. Und wenn man diesen Nutzen nicht verspürt, dann ist das ein Indiz dafür, ein Beleg dafür, dass man eben nicht zu diesen Mu'minin zählt, sondern eine niedrigere Stufe bei Allah Ta'ala einnimmt, die inshallah auch in sich schon etwas Geehrtes bedeutet. Weiterhin, liebe Geschwister, als vierten Punkt vielleicht aufführend, wobei die Reihenfolge jetzt nicht wichtig ist und auch die Nummerierung nicht unbedingt wichtig ist, dass wir oftmals in diese Falle hineintappen, dass wir vorher nicht fragen. Vor der Situation, vor der Angelegenheit fragen wir nicht und dann ist es bereits passiert oder verkompliziert es sich bereits. Und dann am Ende kommen wir zur Moschee und fragen nach einem Verantwortlichen, nach einem Betreuer in dieser Frage und präsentieren ihm eine wirklich schwierige Situation. Ganz komplex. Oder bereits etwas, was schon, wie gesagt, nicht mehr zu ändern ist, weil es bereits vorgefallen ist. Und wir sollen, inshallah, unser Leben planend angehen. Und dazu gehört auch die Shura, dass man sich einen Ratschlag einholt. Dass man schaut, was sagt meine Religion dazu? Weil die gute Absicht allein, sie hilft nicht. Die Absicht, die reine Absicht muss auch mit der korrekten Tat, wie sie von der Religion beschrieben wird, mit all ihren Voraussetzungen und Bedingungen, einhergehen. Ansonsten ist die gute Absicht, ja,
vielleicht sogar im Rahmen einer schlechten Tat enthalten, und das ist von Allah Ta'ala nicht angenommen. Und zu diesen Themen zählen vor allem, aber nicht ausschließlich, Vorträge, Seminare im Bereich von Familienführung, von Eheführung, von Kindererziehung. Wir denken, da Seminar, dort Vortrag, dort Kindererziehung, Familienleben. Ja, wir haben nicht diese Wertschätzung dafür. Aber hätten wir uns vorab informiert, wären, wie gesagt, einige Dinge im Nachhinein nicht passiert. Und glaubt mir, wenn ich euch sage, wie viele Leute, die selber vernachlässigten in diesem Bereich, sie geben selbst und sagten, ja, weil ich damals nicht richtig hingehört habe, weil ich damals es nicht richtig ernst genommen habe. Deswegen wurde ich schwach und deswegen ist dieses oder jenes mir im Nachhinein passiert. Hätte ich doch, wäre ich doch. Aber von diesem Hätte und Wenn kann man sich am Ende nichts kaufen. Weil dann hat man, wie gesagt, mitverursacht, dass Allah Ta'ala einem ein prüfendes Schicksal ins Leben geschickt hat, womit man dann irgendwo auch umgehen muss. Und was einen auch im Leben dann begleitet. Und damit verbunden, unsere Einstellung zum Wissen, liebe Geschwister, ist ein wenig gestört. Wenn irgendwo etwas angeboten wird, an einem Seminar, an einem Kurs, an einem Vortrag, wir haben nicht diese Wertschätzung. Wir sind nicht bereit, dass wir Zeit opfern, dass wir diesen gemütlichen Sonntagnachmittag opfern oder dass wir Geld opfern. Wobei eins an dieser Stelle gesagt sein muss, wenn irgendwo von der muslimischen Gemeinde Bildungsangebote angeboten werden, von welcher Institution, von welcher Moscheegemeinde auch immer, liebe Geschwister, das ist nötig. Das gehört zum Leben dazu. Und für unsere Gemeinde gesprochen kann ich euch sagen, dass nie irgendjemand ausgeschlossen wurde, einfach nur, weil er nicht zahlen konnte. Jeder kann seine Bereitschaft mit den Organisatoren immer persönlich absprechen und sagen, okay, ich kann jetzt nicht diesen Betrag zahlen, aber ich kann ihm vielleicht den Raten zahlen. Oder vielleicht werde ich ihn gar nicht zahlen können, aber ich bin gerne bereit, etwas für die Moschee zu tun. Beispielsweise regelmäßig dafür zu sorgen, dass der Hof sauber ist. Weil wenn man dann irgendwie mal überraschenderweise eine Moscheeführung hier um 9.30 Uhr hat und man sieht überall Zigarettenkippen und Zigarettenschachteln und Müll rumliegen und irgendwelche Dinge, die schon wirklich anfangen zu schimmeln, liebe Geschwister, wortwörtlich zu schimmeln, zu stinken. Subhanallah, das war, ja, soll ich die Leute mal von der Straße empfangen und sagen, gehen Sie bloß nicht in den Hof hinein. Niemand wurde zurückgewiesen oder wird zurückgewiesen, wenn er einen gewissen Betrag nicht zahlen kann. Und wenn man übrigens nach draußen geht und schaut, was wird für Wissen alles ausgegeben? Ein Beispiel, etwas, was auf demselben Niveau läuft, was hier in der Moschee angeboten wird. Die FH Frankfurt bietet eine Weiterbildung an. Dort kriegt man 18 Stunden angeboten und die Lehrmaterialien etc. etc. Für diese 18 Stunden zahlt man 475 Euro. 475 Euro. Und das sind Dinger, die laufen. Wie gesagt, wir wollen nicht von unserer Zeit opfern oder nicht genug. Ich rede auch nicht von allen, aber das ist als Phänomen, als Feedback an dieser Stelle wiedergegeben. Weder Zeit noch das Geld wollen wir richtig opfern. Und wenn wir nur sehen wollen im Koran, was ist der Stellenwert vom Wissen? Wir brauchen nur die Geschichte von Musa a.s. zu hören. In der 18. Sure, wo er mit dem anderen Propheten Khidr a.s. eine besondere Reise vollzog. Allah Ta'ala hat einen der 5 geehrtesten Menschen, die jemals gelebt haben, und der damals der Kenntnisreichste auf der Erde war, ihm hat er einen, man kann es so nennen, einen Workshop in Sachen Wissen, einen Spezialworkshop vorbereitet. Aber nicht, dass der Lehrer zu ihm kam und dass alles einfach und easy war und der rote Teppich ausgerollt wurde. Nein, Musa a.s., er musste beschwerdevoll zu diesem Lehrer reisen. Aber ohne sich zu beschweren. Beschwerdevoll, aber ohne sich zu beschweren. Es war eine harte Reise, aber er beschwerte sich nicht. Und am Ende hat er einen Lehrer vorgefunden, der ihm gleich alle seine Fragen beantwortet hat. Nein, es war ein strenger Lehrer, der gesagt hat, frag mich nicht, ich werde dir schon von selber erklären. Und dann haben die sich nicht auf dem Sessel, ja, es bequem gemacht, sondern dann ging die Reise weiter. Lebendiges Lernen. Nicht, oh, ich bin erschöpft von der Reise und dann, ja, wo kann man sich hinsetzen und... Nein. Liebe Geschwister, und das in Bezug auf Musa a.s. Musa a.s. Wer sind wir?
Und wir brauchen dieses Wissen viel mehr. Wir brauchen Wissen über die Grundlagen. Musa a.s. hatte den Auftrag gehabt, weiterführendes Wissen zu lernen. Und die Grundlagen waren bei ihm bereits schon als Gesandten, als einen der fünf großen Gesandten im Islam, fest verankert. Und Allah Ta'ala sagt nicht im Koran umsonst, وَقُرْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا. Den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam angesprochen und jeder, der den Koran vernimmt und spricht, O Allah, mehre mein Wissen. Mehre mein Wissen. Das ist ein Bittgebet im Koran festgehalten. Und mit diesem Phänomen, dass wir nicht von unserer Zeit opfern, dass wir nicht von unserem Geld opfern, dass wir Angebote irgendwo gering schätzen, dass wir nicht informiert sind und auch nicht informieren, damit einhergeht, dass wir die Religion sehr oft oberflächlich angehen und falsche Verständnisse dann dadurch für uns verinnerlichen und diese vielleicht sogar noch weitergeben. Und liebe Geschwister, der Dien ist eine Wissenschaft. Das ist kein Selbstbedienungsladen, ja, wo jeder mal sich nehmen kann und weitergeben kann, wie er Lust und Laune hat. Allah Ta'ala hat dafür die Verantwortlichkeit der Gelehrten festgehalten. Und viele Beispiele, allein wenn man die letzten Wochen bei mir durchgeht und einige Telefongespräche, einige Spaziergänge mit einbezieht, viele, viele Beispiele, wo diese Religion oberflächlich falsch verstanden wird. Jemand, der im medizinischen Bereich arbeitet, er hatte eine Sorge gehabt und er hat das praktiziert, er hat nachgehakt, Alhamdulillah. Aber wenn er nicht nachgehakt hätte, hätte er vielleicht ein falsches Verständnis von der Angelegenheit bekommen. Er verstand aufgrund eines Hadithes, der auch sahih ist, der sprachlich auch eindeutig ist, dass es verboten ist, die Kauterisierung anzuwenden, das heißt die Heilung durch Abbrennung. Gut, dass er nachgehakt hat. Denn es gibt andere authentische Hadithe, die von einer Verabscheuung sprechen, dieser Angelegenheit, beziehungsweise, dass man das als letztes Mittel verwenden sollte. Das ist dann die Interpretation, die Harmonisierung der Gelehrten in dieser Angelegenheit, dass das erlaubt ist. Und diese Person, sie trägt Verantwortung, gerade als Arzt, nicht nur für Muslime, auch für Nicht-Muslime. Welches Bild würde diese Person weitergeben bezüglich einer medizinischen Praxis, und sagen, nee, das ist im Islam verboten, das mache ich nicht, dann müssen sie zum anderen Arzt gehen. Viele, viele, viele Beispiele. Ja? Und manche haben sogar nur mit kulturellem Verständnis zu tun. Frag nach, es lohnt sich. Es gibt sehr viele Beispiele. Was von Marokko bis nach Afghanistan verbreitet ist, ist beispielsweise die Ansicht, dass die Ehepartner einander nicht nackt sehen dürfen. Hakt nach. Ja? Das Leben wird dadurch angenehmer, kann man euch sagen. Das heißt, unsere Einstellung insgesamt zum Wissen, oh Allah, bitte helfe, dass sie sich ändert. Und hier kann man auch viele weitere Beispiele anführen, gerade bei diesem Punkt des oberflächlichen Verständnisses. Die Heirat einer Schriftbesitzerin ist im Koran eindeutig festgehalten. Wenn hier vielleicht ein Gelehrter davon abrät oder sogar sagt, ich möchte diese Eheschließung nicht vollziehen oder unsere Gemeinde vollzieht diese Eheschließung nicht, dann, oh, was macht der? Der macht etwas Erlaubnis zu etwas Verbotenem. Aber liebe Geschwister, diese Angelegenheit muss man im Kontext verstehen. Nicht umsonst hat Omar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, bereits in seiner Zeit diese Sache stark eingeschränkt und sogar Prophetengefährten dazu aufgefordert, sich von ihren christlichen bzw. jüdischen Frauen zu scheiden. Trotz des ursprünglichen Erlaubtseins. Das heißt, nicht einfach so etwas, ja, von der Oberfläche auf lesen, Alhamdulillah, ich habe lesen gelernt, ich habe einigermaßen, ja, hören und verstehen und lesen gelernt, dann mache ich mir meine Religion selbst. Sondern viele Dinge, liebe Geschwister, sie sind würdig des Nachfragens, dass man da nochmal nachhakt, um etwas nicht falsch verstanden zu haben. Zum anderen, in dieser Umfrage wurde deutlich, dass knapp ein Drittel der Befragten, sie hat schon einmal sich in der Moschee helfen lassen. Etwas Sozialarbeiterisches in Anspruch genommen. Und die Befragten haben zu knapp 45% jemanden anderen gekannt, der sich bereits in der Moschee hat helfen lassen. Das sind anständige Zahlen, liebe Geschwister, aber dennoch irgendwo zu wenig. Dennoch irgendwo zu wenig. Man soll wissen, wo was angeboten wird. Und wenn man das weiß, sollte man davon anderen auch berichten können. Und wenn man das weiß,
Und glaub mir, wenn man die Gemeinde in der heutigen Zeit kennt, dann weiß man, dass es mehr als ein Drittel ist, welches sich helfen lassen muss in vielen Fragen. Das kann nicht sein, dass 2/3 aller Moscheegänger einfach problemlos sind. Diese Zeit ist sehr kompliziert, liebe Geschwister. Was man daraus gelernt hat, viele Leute, sie suchen nicht die Hilfe in der Moschee auf. Und das kann 2 Gründe haben. Mujahid, er sagte, möge Allah Ta'ala mit ihm zufrieden sein, und das ist im Buch des Wissens von Bukhari festgehalten, er sagte, 2 Menschen werden niemals lernen. Derjenige, der sich schämt, und der andere, der arrogant ist. Gut, und oftmals haben wir gewisse Angelegenheiten, liebe Geschwister, wo wir uns schämen. Wir wollen nicht von Arroganz ausgehen, das ist die etwas härtere Krankheit. Ja, wir gehen davon aus, wir schämen uns. Aber subhanallah, wussten wir denn nicht, dass Allah Ta'ala jeden Einzelnen von uns bedürftig machen wird, weil wir Menschen sind? Und weil er dadurch auch die Ummah stärken möchte, dass wir auch erfahren, ja, ich bin schwach. Das ist eine Segnung von Allah Ta'ala. Damit wir nämlich nicht hochmütig werden. Und zum Zweiten ist es eine Segnung, weil dadurch die Gemeinde gestärkt wird. Weil der Schwache sucht dann Hilfe beim Starken im jeweiligen Bereich. Das ist ganz normal. Das ist wichtig. Jeder Imam, jeder Schirch, jeder wie auch immer, er wird von Allah Ta'ala bedürftig gemacht. Es gibt niemanden, der nicht bedürftig wird und der nicht andere fragen muss, um dieses Bedürfnis zu klären. Das heißt, wir müssen unser Herz dort öffnen, liebe Geschwister. Wir müssen unser Herz in dieser Stelle öffnen. Aisha, sie überliefert in diesem Zusammenhang, wie vorzüglich die Frauen aus Medina gewesen waren, denn trotz ihrer Schamhaftigkeit haben sie sich Wissen angeeignet. Trotz ihrer Schamhaftigkeit haben sie sich Wissen angeeignet. Mögen wir inshallah ihnen in ihren Fußstapfen darin folgen. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, zum anderen ein Ausschnitt aus unserem Gemeindeleben, den wir hier an dieser Stelle näher erklären möchten, ist, dass wir als Gemeinde folgenden Weg eingeschlagen haben. Dass wir im Bereich der Meinungsverschiedenheiten unter den Muslimen die Meinung bevorzugen, die gewisse Kriterien erfüllt. Und zwar die Meinung, die erstens begründet ist. Es muss einen starken Beleg dafür geben aus dem Koran und der Sunna und aus unserer islamischen Wissenschaft überhaupt. Zum anderen bevorzugen wir die Meinung, die erleichternd ist, darauf später mehr eingegangen. Und die Meinung, die mit den Zielsetzungen des Islams auch einhergeht. Diese 3 Kriterien hauptsächlich, dass es begründet ist im Islam, dass es erleichternd ist und dass es mit den Zielsetzungen des Islams einhergeht. Denn ansonsten wird auch eine oberflächlich gesehen erleichternde Meinung, die begründet ist oder zu begründen, begründet zu sein scheint, nicht korrekt sein, weil sie geht nicht mit den Zielsetzungen einher. Und wenn sie nicht mit den Zielsetzungen des Islams einhergeht, dann kann sie auch nicht im wirklichen Sinne erleichternd sein, sondern wie gesagt nur auf den ersten Blick. Ein Beispiel haben wir gerade eben bereits genannt, die Heirat mit der Schriftbesitzerin. Es mag für viele eine Erleichterung sein. Ja, die muslimischen Familien heutzutage, die verlangen 10.000 an Brautgabe, ja, und die Christen, ja, die will einfach nur, dass man sie ihr Leben lang liebt, ja. Ist doch Erleichterung, oder nicht? Aber an dieser Stelle, wie gesagt, und wir haben es in anderen vorherigen Freitagspredigten und Vorträgen auch ins Detail erklärt, nur in Ausnahmefällen, die mit einem Imam abgesprochen werden, ja, ist solch eine Ehe in dem Sinne noch möglich, in dieser heutigen Zeit, die von, wie gesagt, Großgelehrten auch festgehalten wurde. Und in dieser Linie stehen einige unserer Entscheidungen, die auch im Bereich der gottesdienstlichen Handlungen liegen, aber auch einen Bezug zum Alltag der Muslime haben. Beispielsweise, wie wir das Tarawih-Gebet geregelt haben. Dass man es vor der eigentlichen Zeit
des Isha-Gebetes verrichtet. Im Zusammenhang dessen, was wir praktizieren bezüglich der Abend- und, also der Abend- und Nachtgebete im Sommer. Wenn die Zeiten entweder sehr extrem sind, beziehungsweise wenn das Zeichen zum Isha-Gebet so nicht existiert. Und ein Beispiel dafür, dass es wirklich nicht nur um die Erleichterung geht, haben wir auch bereits angeführt, dass wir die Fatwa abgelehnt hatten, auf Basis von einem Gutachten von über 40 Gelehrten des Europäischen Rates für Fatwa und Forschung, die besagte, dass man einfach nach dem Nachmittagsgebet sein Fasten brechen kann. Nach dem Nachmittagsgebet sein Fasten brechen kann. Es gab einige Gelehrte, die haben diese Fatwa vertreten und diese wurde, wie gesagt, argumentativ auch zurückgewiesen, obwohl sie oberflächlich auch für Erleichterung sorgt. Und Allah Ta'ala weiß es am besten. Und diesen Weg, liebe Geschwister, den werden wir gehen in Ehrfurcht Allah Ta'ala gegenüber. In Ehrfurcht Allah Ta'ala gegenüber. Und die Kritik, die einem auf diesem Weg entgegenschlägt, ich will euch davon verschonen, aber in Ehrfurcht Allah Ta'ala gegenüber werden wir diesen Kurs weiter durchziehen. Warum Kritik? Beispielsweise im Bereich der Familiensozialarbeit. Die dreifach ausgesprochene Scheidung in einer Sitzung. Die Scheidung, die ausgesprochen wurde, in einem Zustand der Wut. Und dieser Zustand der Wut war so, dass die Absicht geändert wurde. Die Scheidung, die ausgesprochen wurde während der Periode der Frau. Die Scheidung, die ausgesprochen wurde in der Reinheitsphase der Frau, allerdings nachdem eine Intimität stattgefunden hat. Die Scheidung, die eintrifft, beziehungsweise die Frage nach der Scheidung, die an eine Bedingung geknüpft wurde. Wenn der Mann jetzt beispielsweise sagt, wenn du noch einmal dieses oder jenes sagst, dann bist du geschieden. Und die Frau sagt es dann. In diesen 4, 5 Fragen sagt immer die Mehrheit der Gelehrten und teilweise alle 4 Rechtsschulen, das heißt, es gibt einen Konsens von den 4 Rechtsschulen, 4 Rechtsschulen in dieser Frage. Aber wir haben begründet, es gibt mehr als 4 Rechtsschulen im Islam. Und wir haben bereits begründet, dass die Religion in den zweitrangigen Fragen, in den Zweigen der Religion, mehrdeutig ist, sie wurde so von Allah Ta'ala gemacht. Das können wir nicht ändern. Und in diesem Rahmen werden wir das unter den Meinungen der Gelehrten wählen, was mit den Zielsetzungen des Islams einhergeht und was für Erleichterung sorgt, wenn es begründet ist. Und sei es, dass irgendjemand sagt, ah, denen sind die Rechtsschulen egal oder die machen alles gleich oder wie auch immer. Und für wen ist das letztendlich gut? Ja, diejenigen, die fragen. Diejenigen, die fragen. Der Imam selber, er hat nichts davon. Wie gesagt, vielleicht hätte er sogar mehr, wenn er den Kurs der Härte predigt. Dann sagen die Leute, oh, mashallah, der Taqwa und der lässt sich nicht auf diese leichten Meinungen ein, etc. Aber in diesem Fall kann der Imam nicht den leichten Weg für sich selbst wählen. In diesem Sinne muss er für das eintreten, was Allah Ta'ala ihm in sein Herz gegeben hat und an Wissen übereignete, in Verantwortung. Und wie gesagt, in diesen Fragen, die ich eben aufgezählt habe zum Bereich Scheidung, vertreten wir die Minderheit der Gelehrten. Aber diese Minderheit ist nicht unbegründet, beziehungsweise ihre Meinung ist begründet. Und sie geht mit den Zielsetzungen des Islams einher. Wenn ihr den Koran und die Sunna durchgeht in Bezug auf Familienleben, seht ihr, dass das nur so eine Art Lebensabschnittssituation sind, Lebensabschnittspartner? Oder seht ihr, dass die Familie eine Institution ist, deren Erhalt wichtig ist für die muslimische Umma? Gerade wenn wir in einer Situation sind, wo wir nicht in einem islamischen Land leben und ja, wo das Leben an sich viel schwieriger gestaltet ist, als es vielleicht vor Hunderten von Jahren oder in der jetzigen Zeit in einem anderen Land gestaltet ist. Gerade diese Situation, liebe Geschwister, verdienen, dass man ja, die Meinung wählt, die für den Fragenden leichter zu praktizieren ist und ihm nicht das Leben noch zusätzlich erschwert. Das heißt, was wir daraus auch lernen, oftmals, liebe Geschwister, ist die Härte, die von einigen Leuten gepredigt wird oder praktiziert wird, anderen gegenüber absolut falsch. Teilweise nicht Muslime, die Moschee besuchen, die diese harten Blicke ja, bekommen oder dieses, ja, wer bist du oder du machst dieses oder jenes falsch. Jemand, der neu Muslim wurde, ja, der gleich praktisch geohrfeigt wird, seelisch. Ja, du hast was falsch gemacht und dies und das und jenes und er geht nach Hause und er ist bedrückt. Liebe Geschwister, ihr redet vielleicht nicht mit den Menschen, die dann am Ende sagen, ja, ich war einige Wochen, einige Monate nicht in der Moschee, weil mir dieses oder jenes widerfahren ist. Aber die Menschen unserer Seelen sind sensibel. Das kann jemand dazu bringen, dass er nicht zur Moschee kommt. Subhanallah. Das kann dazu führen, dass wir von der Religion abhalten, obwohl wir sie doch eigentlich ja, weitergeben wollen. Und hier sollten wir einen Grundsatz von uns festhalten. Der Gesandte sagte, sallallahu alaihi wasallam,
Und dies wiederholt er oft in seinen Ansprachen, gemäß dem Wort von Anas, wir sollen mit ihm zufrieden sein. Keinen Glauben hat derjenige, dem man kein Vertrauen entgegenbringt. Das heißt, derjenige hier in die Moschee herkommt. Wir müssen seine Seele erstmal gewinnen, sein Herz erstmal gewinnen, dass er sich öffnen kann, dass er vertrauen kann. Und wenn wir ihn abschrecken und er kein Vertrauen in uns hat, vernehmt die Worte von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der den Glauben, ja, im übertragenen Sinne, von demjenigen negierte, dem man kein Vertrauen entgegenbringt. Eine meiner Nahestehenden, Allah Ta'ala hat die Herzen zusammengeführt. Er hat einige Jahre mit einem Äußeren verbracht, was dazu führte, dass man ihn nicht gleich als Muslim wahrnahm. Und auch nicht als Araber wahrnahm. Aber er war beides. Muslim und Araber. Und sein Äußeres war, wie gesagt, etwas anders. Und deswegen, wenn er in der Moschee war, oder wenn er auf der Straße war, unterwegs war, er hörte Muslime und Araber schlecht über ihn auf Arabisch reden. Guck mal hier, guck mal den, guck mal den. Und es führte dazu, dass er ein sehr einsamer Mensch wurde, dass er sich sehr von den Menschen zurückgezogen hat. Dass er die Zweigesichtigkeit bei den Menschen festgestellt hat. Diese Zweigesichtigkeit, liebe Geschwister, und diese Härte, sie müssen aus unseren Seelen heraus. Damit wir diese einladende Atmosphäre haben. Dass der Ort der Moschee ein Ort der Heilung ist. Übrigens, das Krankenhaus heißt im Islam nicht das Krankenhaus, sondern der Ort der Heilung, Al-Mustashfa. Da ist das Wort Shifa mit drin. Und hier sollte auch ein Mustashfa sein. Ein Ort sein, wo unsere Seelen Heilung empfinden. Heilung empfangen. Und in Bezug auf die Erleichterung an sich, wir können festhalten, das, was über Al-Muzani gesagt wurde, wie auch Ibn Sirin gesagt wurde. Al-Muzani, er war einer der besten Gefährten, Schüler von Imam al-Shafi'i, und Ibn Sirin, er war einer der geehrtesten Nachfolger der Prophetengefährten. Über beide wurde berichtet, dass sie in Bezug auf sich selbst am härtesten gewesen sind. Auf sich persönlich selbst am härtesten. Aber in Bezug auf die anderen haben sie die Dinge ausgeweitet, möglich gemacht, waren erleichternd. Das heißt, selbst wenn wir diesen Kurs der Härte verfolgen wollen, dann nur für uns selbst und nicht, wenn es darum geht, anderen etwas weiterzugeben. In Bezug auf die Erleichterung. Ja, warum denn die Erleichterung? Warum überhaupt die Erleichterung? Vernehmt folgende Verse aus dem Koran, liebe Geschwister. Macht euer Herz dafür auf. Diese Religion ist nicht eine Religion, die uns einengt und Härten auferlegt. Allah Ta'ala sagt im Koran, Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, wir haben diesen Koran nicht auf dich herabgesandt, um dich unglücklich zu machen. Weiter sagt Allah Ta'ala im Koran, يُرِيلُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Allah Ta'ala, er will es euch erleichtern, also die Last abnehmen. Denn Allah weiß, dass der Mensch schwach ist. Allah weiß, dass der Mensch schwach erschaffen, und der Mensch, er wurde schwach erschaffen. Das heißt, aufgrund dieser Schwäche verdient der Mensch es, dass man es ihm erleichtert und nicht erschwert. Weiterhin sagt Allah Ta'ala im Koran, الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعَفًا. Und nun hat Allah Ta'ala es euch erleichtert, die Last abgenommen, denn er weiß, in euch ist Schwäche. Er weiß, in euch ist Schwäche. Weiterhin, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Und wir haben euch in der Religion keine Bedrängnis auferlegt. Wir haben die Religion nicht so gestaltet, dass sie in irgendeiner Form Bedrängnis auferlegt. Weiterhin, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah Ta'ala möchte für euch die Erleichterung, er möchte für euch nicht die Erschwernis. Und wenn ihr die Stellen dieser Koranverse nachschlagt, werdet ihr vorfinden, dass einer von diesen Versen in der 4. Sure ist, wo es sehr viele Regelungen gibt. Ein anderer von diesen Versen in der 8. Sure vorhanden ist, wo weiterhin viel geregelt wird, also von diesen medinensischen Suren. Der andere Vers in der Surat Al-Hajj ist, ja, wo auch die Pilgerfahrt thematisiert wird. Der weitere Vers, wo es um das Fasten geht,
um die Fastenregelungen geht. Weiterhin in Bezug auf die Gebetswaschung sagt Allah Ta'ala im Koran: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah, er will euch keine Bedrängnis auferlegen, sondern er will euch reinigen und er will seine Gnade an euch vollenden, auf dass ihr dankbar sein möget. In Bezug auf die Gebetswaschung wurde dieser Vers herabgesandt, abschließend die Gebetswaschung regelnd. In der 5. Sure, der 6. Vers. Und wie kann es dann in der heutigen Zeit immer noch Leute geben, die die Erschwernis kennen, die man auf der Arbeit hat, die man in der Uni, in der Schule hat, in Bezug auf die Gebetswaschung. Und die sagen, nein, es ist nicht erlaubt, nur 3 Haare zu überstreichen, wie Imam al-Shafi'i beispielsweise festhält. Nein, es ist nicht erlaubt, über Schuhe und Socken zu streichen, die bestimmte Bedingungen nicht erfüllen. Obwohl es seine Meinungsverschiedenheit unter den großen Gelehrten ist, ob das möglich oder nicht möglich ist. Warum erschweren in Angelegenheiten, wo beide Meinungen begründet sind, im Angesicht einer großen Erschwernis in der heutigen Zeit? Weil hier die gottesdienstlichen Handlungen sind nicht so leicht wie die gottesdienstlichen Handlungen beispielsweise in Saudi-Arabien. Wo man einfach nur den Menschen hinterherlaufen muss und man setzt sich auf eine Couch und man macht Wudu und dann kommt man auf einen so dick gepolsterten Teppich und der Imam hat eine wunderschöne Stimme und die Klimaanlage ist an und man entspannt sich im Gebet. Hier ist das Gebet auf Kampf, in Treppenhäusern, irgendwo in Parkplätzen, auf Hinterhöfen, ja, schnell in der Mittagspause. Subhanallah. Wie kann man dann da den Sinn verkehren von diesen Angelegenheiten? Und auch der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, dass die Religion leicht ist und niemand macht die Religion schwerer, ohne dass die Religion ihn übermannen wird, quasi brechen wird. Niemand kann die Religion schwerer machen, als sie eigentlich ist, ohne dass er von dieser Erschwernis letztendlich selbst erdrückt wird. Und all dies zusammenfassend, liebe Geschwister, wie gesagt, im Rahmen unserer Lage, wo Materialismus herrscht, wo wir wenig spirituell sind, wo wir wenig an das Spirituelle erinnert werden, wo wir auch viele Erschwernisse haben, am Beispiel der Gebetswaschung, allein schon genügend diskutiert, wo aber auch viel gesellschaftlicher Gegenwind da ist, ja, der zu überkommen ist. In diesem Rahmen hört euch folgende Worte an, von Sufyan al-Thawri, der übrigens auch eine eigene Rechtsschule hatte, nur er hatte keine Schüler gehabt, die diese niedergeschrieben und weitergelehrt haben. Aber er selbst war auf demselben Level gewesen wie Abu Hanifa, möge Allah mit ihm zufrieden sein, oder wie Imam al-Shafi'i oder Imam Ahmad oder wie Imam Malik, möge Allah mit allen zufrieden sein. Er sagte, nach Wissen gefragt. Was bedeutet Wissen? Er sagte, Wissen ist Erleichterung von einem vertrauenswürdigen Gelehrten. Das ist Wissen. Und weiter sagte er, was die Erschwernis anbelangt, die Strenge, die Härte, das kann jeder. Ja? Jeder kann schreien und rot werden und sagen, Haram, Haram, Haram und dieses und jenes und das geht nicht. Und fürchte Allah und nimm lieber das Schwere, fürchte Allah und nimm lieber das Schwere, das kann jeder. Aber Wissen ist was? Erleichterung von einem vertrauenswürdigen Gelehrten. Abschließend, liebe Geschwister, möchte ich mit dem Punkt, dass wir mehr Engagement brauchen. Wir brauchen mehr Engagement. Die Moscheegemeinden insgesamt, sie brauchen mehr Engagement. In dieser Umfrage wurde deutlich, dass die Nachfrage an sozialen Dienstleistungen da ist, in dem Rahmen, dass sie nicht abgedeckt wird. Das ist eine Feststellung. Es gibt eine Nachfrage an sozialen Dienstleistungen, die in der Moschee oder die von der Moschee angeboten werden, ohne dass diese abgedeckt wird. Und diese Nachfrage übrigens, sie wurde von diesen externen Kooperationspartnern, von den Lehrern, die hier waren beispielsweise, ja, oder von den Sozialpädagogen von da oben, ja, von der Lebenshilfe, die wurde sogar noch höher gesehen. Nach dem Motto, die Moscheen müssen mehr machen für ihre Besucher, für ihre Nutzer. Und dazu brauchen wir, liebe Geschwister, Engagement. Wir brauchen Engagement. Und die Teilnehmer haben auch gesagt, dass die sozialen Dienstleistungen in der Moschee sind zwischen wichtig und sehr wichtig. Im Rahmen dieser Umfrage. Und der Anteil, die Frage nach dem Anteil, wie hoch ist der Anteil sozialarbeiterischer Dienstleistungen in der Moschee? Also was macht die Moschee an religiösen Dingen, was macht sie an sozialarbeiterischen Dingen, die vielleicht auch von nicht religiösen Institutionen oder Organisationen geleistet wird? Der Durchschnitt war 53%. Das alles, was die Moschee bietet, über 50% ist im sozialarbeiterischen Rahmen zu sehen. Die Engagierten sagten sogar, dass es 70% sind. Diejenigen, die noch ein bisschen mehr Verantwortung in der Moschee tragen. Und wie gesagt, mindestens wurde die Hälfte
durchschnittlich bei dieser Frage angegeben. Und ich schließe mit der Einladung, dass wir unser Engagement in der Moschee verstärken, in der muslimischen Gemeinde verstärken. Allah Ta'ala wird uns 4 Dinge versprechen, wenn wir dieses Engagement angehen. Allah Ta'ala sagt im Koran: Ja, ayyuhalladhina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. O ihr Gläubigen, helft Allahs Sache und er wird euch helfen und er wird euren Füßen festen Halt verleihen. Die Hilfe von Allah Ta'ala bekommt man, wenn man sich engagiert. Plus feste Füße in dieser Welt und in der nächsten Welt, in allen Prüfungen, die uns erwarten werden. Dass man gefestigt, ja, durch beide Leben geht. Das sind 2 Versprechungen von Allah Ta'ala. Die nächsten beiden, Allah Ta'ala verspricht im Koran am Ende der 29. Sure: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Allah Ta'ala verspricht diejenigen, die sich auf unseren Wegen abmühen. Oder diejenigen, die sich abmühen auf dem Weg Allah Ta'alas, für Allah Ta'ala, er wird sie seine Wege führen. Allah Ta'ala führt diese Menschen seine Wege. Und wahrlich, Allah ist mit denjenigen, die Gutes tun. Das heißt nicht nur, dass man allgemein Hidayah bekommt, Rechtleitung, dass man zum Islam gefunden hat, sondern auf dieser Autobahn der Rechtleitung bekommt man noch seinen speziellen Pfad, was du, Muslim, für die Ummah tun kannst. Deinen speziellen Pfad. Nicht, dass du allgemein unter den Muslimen, ja, verweilst, sondern dass du einen Weg hast, das, was Allah Ta'ala dir gegeben hat, für die Ummah verwertbar zu machen. Deinen persönlichen Weg, persönliche Rechtleitung. Auf dich zugeschnitten. Und zum anderen verspricht Allah Ta'ala seine Ma'iyya, sein Mitsein, ja, ohne dass das eine Örtlichkeit umschließt, ja, sondern Allah Ta'ala ist mit der Person, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Führung, mit seinem Wissen, mit seiner Unterstützung, mit seiner Hilfe. Das heißt, derjenige, der sich engagiert, er ist mit Allah Ta'ala. Und welche größere Ermutigung, Motivation könnten wir haben, als Allah Ta'ala selbst zu bekommen, dass er mit einem ist, und wodurch? Indem wir uns engagieren. Allahumma Amin, Allahumma Amin, Allahumma Amin. Liebe Geschwister, mit diesen Worten ist inshallah der 2. Teil der Khutbah beendet. Und wie gewöhnlich, inshallah, sammeln wir Spenden für die Gemeinde. Spendet von dem, was Allah Ta'ala euch leicht gemacht hat, ohne dass ihr zu viel gebt, um am Ende andere Menschen tragen zu müssen nach Hilfe. Aber ohne auch die Hand geizig an den Hals gefesselt lassen zu sein, wie Allah Ta'ala in der 17. Sure beschreibt, sondern von dem, was euch, wie gesagt, Allah Ta'ala leicht gemacht hat. جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا Allah Ta'ala euch es im Guten vergelten. Liebe Geschwister, mit Bittgebeten aus dem Koran abschließend: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Unser Herr, wir haben gegen uns selbst gesündigt, und wenn du uns nicht vergibst und dich unserer erbarmst, dann werden wir gewiss zu den Verlierern gehören. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Unser Herr, nimm von uns an, denn du bist der Allhörende, der Allwissende. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. O Allah, bitte gib uns Gutes im Diesseits und bitte gib uns Gutes im Jenseits und bitte bewahre uns vor dem Feuer.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. O Allah, bitte vergib unseren Geschwistern, die uns im Glauben vorausgegangen sind, und bitte lass in unseren Herzen keinen Groll, keine negativen Gefühle gegenüber den Gläubigen. Unser Herr, du bist für wahr gütig und barmherzig. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Liebe Geschwister, wenn wir nun zum Gebet aufstehen, lasst uns Fuß an Fuß, Schulter an Schulter, die Lücken schließen, die Handys ausschalten, im Wissen, dass das Gebet ein vertrauliches Gespräch mit Allah Ta'ala ist.